Ja, ist unser praktisch mein Gutswein-Einstiegsgewächs, auch ein bisschen Restsüß. Das ist unser weißes Espenblatt, hat ein bisschen mit dem Namen gespielt. Familienname kommt vom Espenbaum, deswegen haben wir auch das Blatt auf dem Etikett. Und ist was sehr Frisches, sehr Fruchtiges, steht auch drauf, soll auch genauso schmecken. Und ist gut die Hälfte Riesling, weil es auch meine Hauptanbaurebsorte ist. Und dann Scheurebe und ganz wenig Traminer noch. Und wir haben ich habe die Gärung gestoppt mit Kühlung, das heißt natürliche Restsüße drin. Und haben deswegen auch wenig Alkohol, also es ist 10 Komma. Und das ist super balanciert, ist nicht zu süß, sondern eine schöne Frische drin. Einfach ein Spaßmacher, ja.